Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Heute eine spezielle Folge. Und zwar spiele ich zusammen mit Felix und Darius vom Schwarzen Vakuum. Hallo. Hallo. Ich werde euch auf jeden Fall den Link von denen im YouTube-Kanal mal verlinken. Und wir haben was Besonderes vor. Und zwar, jeder hat einen Job. Wir haben einmal den Tank, wir haben einmal den Mechaniker, der nur Generatoren repariert, und wir haben einen Heiler. Die Aufgabe vom Tank ist es, den Killer zu beschäftigen, dass alle anderen in Ruhe gelassen werden. Und der Tank hat die Perks dabei: Objekt der Besessenheit, Entscheidungsschlag, Dead Heart und Eifer der Menschen haben wir ausgetauscht gegen, ich weiß es nicht mehr, Unbeugsam. Unbreakable, genau. Genau. Die Idee dahinter ist, gut, beim Tank ist jetzt relativ offensichtlich: Objekt der Besessenheit, er muss wissen, wo der Killer ist. Entscheidungsschlag, dass er sich selber retten kann, da er auch nach dem Haken direkt zum Killer rennen muss. Dead Heart, dass er, ja, um die Jagd länger zu überleben, und unbeugsam. Haben wir mitgenommen, dass, falls der Killer weiß, dass der Tank Entscheidungsschlag dabei hat und ihn liegen lässt, dass er einfach selber wieder aufstehen kann. So ein bisschen die Situation entspannen. So, habe ich da irgendwas vergessen? Nee, ne? Nee. Der Mechaniker hat dabei Déjà-vu gewieft, Bindung und Beweise dich. Déjà-vu war, dass man drei Generatoren sieht. Klar, er muss Generatoren reparieren, also muss er auch wissen, wo sie sind. Gewieft, weil der Mechaniker einen Werkzeugkasten dabei haben wird, der dadurch länger hält. Bindung, einfach um zu sehen, wo der Tank hinrennt, um einschätzen zu können, ob er weiterarbeiten kann oder ob er sich verstecken soll oder beziehungsweise dem Tank auch nicht den Weg rumrennen soll. Und beweise dich, dadurch, dass wir nur zu dritt sind und einen Random-Spieler dabei haben, wenn man dann mal zusammen im Generator sitzt, dass es einfach schneller geht. So, und der Heiler hat geliehene Zeit, botanisches Wissen, wir schaffen das und Einfühlungsvermögen. Ist eigentlich auch ziemlich klar, geliehene Zeit. Also der Heiler ist derjenige, der zum einen heilt und auch vom Haken rettet, und damit geliehene Zeit, klar. Um einen Schlag mehr zu geben, botanisches Wissen, weil der Heiler wie heißt's, ein Medikit dabei haben wird, um schneller zu heilen, und botanisches Wissen, klar, dadurch heilt man besser. Wir schaffen das auch offensichtlich, man rettet vom Haken, heilt direkt hoch, dass der Tank im Idealfall, der am Haken hängt, direkt wieder los kann. Und Einfühlungsvermögen, auch klar, der Heiler soll heilen und soll dann natürlich auch wissen, wo die verletzten Leute sind. Da aber nicht durchgehend irgendjemand verletzt ist und der Heiler da eine kleine Durststrecke haben könnte, in der er nichts machen kann, wird der Heiler auch noch so ein bisschen Supporter machen, in der er Kisten aufmacht und die Items aus den Kisten an die Leute verteilt, sofern die Zeit es zulässt. Heilen hat immer Vorrang und Totems zerstört. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ich glaube, du hast alles gut zusammengefasst. Okay. Alles klar. Ja, wir starten dann in die Runde und wir sehen uns dann auf der Map, wenn es losgeht. Bis gleich. So, und hier sind wir jetzt in der Runde im verfallenen Kuhstall. Ich bin der Tank, Felix ist der Heiler bzw. Supporter und Raza ist was ganz Besonderes. Der ist nämlich der Reparateur. Das ist Genau eine der. Hexe. Es gab keinen Mechaniker mehr, darum repariert jetzt. Genau, Mechaniker, der wurde jetzt abgewählt, ist jetzt ein Reparateur geworden. Aber um Verwirrung zu vermeiden, der Reparateur macht das Gleiche, was dem. Also es ändert sich nichts, nur der Name mit dem vollen Traser. Killer ist bei mir. Hey, warum hat er jetzt abgelassen? Oh shit. Au. Ach, dritte shit. Siegel gibt's. Okay. Toll, dritte Siegel. Wir müssen das mal kaputt machen. Ja, ne. Killer wird ja, mehr. Ruin gibt's auch noch. Warte, ich schaue nur noch ganz kurz hier hinter, dann versuche ich mal, dich zu retten. Mein lieber Tank! Ja, ich sehe den Killer nicht! Ich weiß doch nicht, wo der Killer ist! Keine Ahnung! Was ist es denn überhaupt? Das ist eine Hexe, habe ich vorhin gesagt, aber ich weiß doch nicht, wo der Killer ist! Warte, ich mach mal kurz das Totem weg, dann kümmere ich mich um dich. Ich renne die ganze Zeit kopflos durch die Gegend, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich sehe ja nichts! An den Generator, an dem du eben abgeschmiert hast. Ich meine, an dem du. Ah. Bleib mal stehen. Links von mir ist eine Falle. Bleib mal. Ach, ist eine Hexe. Rechts von mir ist eine Falle immer noch, ja. Das habe ich gar nicht so mitbekommen.
Das habe ich schon zweimal gesagt. Sie geht doch überhaupt nicht zu uns. Nee. Oh, ich sehe sie jetzt endlich wieder. So, Felix, kannst du das retten? Ach, Quatsch. Ich habe gerade eben einfach eure Rollen vertauscht. Ich dachte gerade, Darius wär Tim, also Drasa. Und Achtung, pass auf, Fall, ne? Ich glaube, hinten rechts bei dem Heuballen ist der Tote. Also, die geht. Was? Ach, guck mal, wer da kommt. Müssen ja gar nicht hinlaufen. Oh. Der da tunnelt, ne? Mhm. Upsi. Viel Spaß, mein lieber Tech. Ich renne der hinterher, die dreht sich überhaupt nicht um. Ich werde jetzt sabotiert vom Killer. Wie du hier hinlaufen willst. Ich werde gleich umfallen wegen. Ach, du darfst dich nicht mal menden oder wie? Weiß ich nicht. Ja, bleib mal stehen. Hör mal auf. Warte, ich komm schon. Selbsterhaltungszweck darfst du schon machen. Ja, ich würde sagen, menden, ja? Also genesen. Ja. Weil, okay. Ich meine, gegen eine Legion ist der Heiler echt am Hintern in so einer Situation. Ne? So. Alles klar. Und dann, das ist ultra gut, wenn Ruin weg wäre. Es gibt noch Ruin? Ja, es gibt Ruin, ja. Ich habe schon, aber hier hat das andere Ding weggemacht. Aber die hat, die hat stille Fallen. Okay. Komm in den Keller. Viel Spaß für den Heiler. Oh, hab ich jetzt schon keinen Bock in den Keller gegen eine Hexe. Das ist spannend. Oh nee, Leute. Andere machen dafür Ausgänge auf und andere lassen sich. Das wird spannend. Mit spannend bleiben. Oh nein. Ich werd gejagt. Wie machen wir das jetzt? Wir haben Random verlassen. Ja, der Random muss der gehen. Ist er auf dem Weg zu dir? Wenn du nicht gerade rennst, dann ist er auf dem Weg zu mir. Ich mache einen Generator. Aber die Hexe kommt wieder zurück zu mir. Der Random geht gerade. Ja, aber er wird gleich gejagt. Ja, ich heil mich nur ganz schnell hoch. Weil gegen eine Hexe, Keller, ne? Du pass auf, direkt zurück. Ansonsten renne ich da einfach rein. Ich habe geliehene Zeit, wenn ich blank gehe, ist nicht so schlimm. Ja, ich habe nichts übrig. Ja. Genau. Also ich bin gleich in der zweiten Phase, Felix. Ja, naja, was soll ich denn machen? Oh, ich hab's Totem. Du sollst mal deinen Job tun. Naja, hahaha. Ich bin in der zweiten Phase. Da hat der Heiler mal wieder versagt. Ja, wie soll ich da retten, Darius? Der hat richtig versagt. Ja, ich kann nicht retten, wenn die Hexe überall oben rumläuft. Was treibt denn der Rando? Ich weiß es nicht. Die ist halt nicht aus dem Gebiet Random gegangen, Darius, Mensch. Ist das hier der Random? Ach, da ist ja... Hallo, da ist ja ein Totem und ein Killer. Also das ist ja... Ich glaube, der Random kommt mich runter. Nee, das ist nicht der Random. Ach, du. Ach, Tim, ja. Aber wo ist der Random? Ich sehe den gar nicht. Das ist dort hinten, da. Ach, da hinten. Ich sehe. Das ist natürlich richtig blöd bei einer Hexe, ne? Da, aber gut, ich habe mich halt gut verstecken, aber nicht zu gut. Rando das jetzt mal erledigen. Ja, der hat. Hat wohl eine Falle ausgelöst. Jetzt muss ich dich ja retten. Ja. Scheiße. Er hat aber geliehene Zeit, ne? Ja. Lass ihn doch liegen und haut ab. Kannst du. Warum bist du nicht durchgefahren? Na, hä? Wieso bist du nicht gelaufen? Ja, aber ich muss hinter dir bleiben, ich bin Tank. Ach so, ja. Das ist also, ich muss hinter dir bleiben, ich wurde. Gegen meine Rolle. So. Ich sehe, ihr habt alles im Griff. Jo, ich setze hier eine Falle. Ach, Scheiße! Mann, ich wollte dich retten! Kommt der Strike? Okay, ich schmeiß die Palette. Hey, das darf ich aber als Heiler. Ja. Oh, jetzt ist Totem. Achso, kann ich ja nicht zurückmachen. Ja, ich gehe. Was? Wer, nee, du musst retten. Wer kommt denn jetzt der Random? Wieso ist der denn plötzlich am Haken? Keine Ahnung. Weil der die ganze Zeit da unten gelegen hat. Ach so, ja, stimmt. Der wurde ja umgehauen. Den gab's ja auch noch. Ach nee. Ja. Das Ding ist, ich muss jetzt erstmal ein Weilchen warten. Was soll ich denn jetzt machen? Versuchen, den Killer da wegzulocken. Ja.
Ja, wo ist denn der Killer? Also gut, ich kann dich auch nochmal schnell heilen, warte mal. Ja, wenn du willst, dann heile ich dich, bleib mal stehen. Ah ja, du siehst mich, ja. Lauf. Ja, sie kommt. Ne, dann lenke ich ab. Ja, ja, ich... Retten. Sie hat teleportiert. Oh, hier ist eine Falle und der Killer. Die kann, glaube ich, direkt teleportieren. Also hier, zu jeder Falle? Ja, ja, genau. Dieses rote Elf. Was?! Hä, die hat okay. Eine Palette kaputt gemacht. Ja, ich habe die Falle nicht ausgelöst, ich bin drüber gekrochen. Die hatte dieses, die hat wahrscheinlich wirklich dieses Addon, aber woher wusste... Hä, die hatte gerade eben schon eingesetzt bei mir. Ja, aber ich habe die Falle nicht ausgelöst, ich bin drüber gekrochen. Oder gibt's da irgendeinen Addon? So oft habe ich ja, jetzt das nicht mit dem, roten Addon kann die sich hin teleportieren ohne... Ja, aber das hat eine Abklingzeit. Das hat ja eine Abklingzeit. Ja, das bei mir eigentlich gerade schon gemacht. 15 Sekunden. 15 bloß? Ja, das ist nicht lang. Ja. Okay, na, dann war das doch wahrscheinlich. Das ist halt, ne? Wie soll ich da retten? Ich werde gejagt. Ja, du sollst ja auch gejagt werden. Okay, wenn du gejagt wirst, kann ich dich abhängen. Ich glaube, wir sterben hier, ne? Aber ich komme bestimmt gleich einfach zurück teleportiert. Ja, ja, die teleportiert sich dann einfach. Frag mich nicht wie. Also, ich bin wirklich gecrouched. Also, die geht direkt zurück. Ne, ach, die ist direkt teleportiert. Ja. Meine, gegen die Hexe ist es so scheiße als Tank, die ist einfach weg plötzlich. Ja. Also ich muss ja sagen, ne, ohne mal gegen die Hexe ist so, richtig kack zu heilen. Wenn der Tank der letzte überlebt ist, hat er definitiv was falsch. Ja, was soll ich machen? Weißt du, die jagt mich, plötzlich ist sie weg. Ich kann mich nicht teleportieren. Also mit einer Hexe, die jetzt sich überall hin teleportieren kann, da kannst du einfach nichts machen als Tank. Also sie jagt mich, war auf der anderen Seite der Karte und plötzlich ist sie weg. Jetzt streng dich auch mal. Jetzt streng dich an, beste Aussage. Ich konnte ja nichts besser machen, in keiner Hinsicht. Ich konnte nicht irgendwas besser machen. Ja, aber ging mir auch so, ne? Ja, manchmal ist... Manchmal ist es halt... Also, ich jag die Hexe, ja, okay, ich werde gejagt. Ich bin auf der anderen Seite der Karte, immer... Die Hexe ist weg. Ah, der hat irgendwas falsch gemacht. Aber ich muss mal ganz kurz auf die... Also, woher wusstet ihr, dass ich dort gecrouched bin? Also, ich meine, ich habe die Feier nicht ausgelöst. Oder es war halt einfach killerische Intuition, ne? Ja, bist du reingecrouched in den Keller? Ja, ja. Nee, ich bin da durch die Tür reingecrouched. Okay. Ich hätte gesagt, das letzte Gebiet ist gleich gehabt. Ja, ja, das hätte ich auch gesagt, aber... Guck mal gucken, was er hat, da. Ja, ich bin gespannt. Aber die hat es jetzt echt schwer gemacht. Da wären wir wieder bei Killern, die ungünstig zu denken sind. Genau wie die anderen. Ja. Ja, gut, das stimmt, ja. War eigentlich am Anfang, ne? Ich werde geschlagen, hab so eine Siegel drauf. Ja, wo ist denn hier der Tank? Ja, wo ist denn der Tank? Ich weiß ja nicht, wo der Killer ist. Die hatte gleich den Insta-Telefon, nur die ganz große Entfernung. Aber ich hab mich hingehockt, ich hab die nicht ausgelöst. Ja, vielleicht ist auch gerade verbuggt, irgendwie, wie die Zeit, die abläuft. Ja. Dass die irgendwie immer ausgelöst werden. Wie es halt früher war. Früher waren die ja auch so, da kommt man ja nicht. Oder ich bin vielleicht zu spät erst gecrouched, das kann auch sein. Weil man bekommt es ja nicht mit, aber eigentlich... Naja, wer weiß schon. Ja, stimmt, du siehst ja nicht, dass die ausgelöst wurden. Ja, ja, aber ich hätte schwören... Naja, gut. Keine Ahnung. Meine... Naja. Ja. War eine sehr spezielle Runde. Das trifft sehr gut. Jeder hat sein Bestes gegeben, der eine mehr, der andere weniger. Wir hoffen, euch hat's gefallen und bis zum nächsten Mal bei Dead by Daylight. Haut rein. Tschüss.